So, weiter geht's. Die letzte Mission von Blue Moon. Dann haben wir zumindest offensichtlich schon das halbe Spiel durch. Finde ich fast schade. Ich frage mich, ob da noch mehr kommt, weil eigentlich ist es doch recht kurz. Obwohl die Mission, wir merken es ja, schon knackiger werden. Gerade diese Spezialmissionen. Aber ich habe keine Schande. So. Das letzte Gewicht steht kurz bevor. Zerstört die Pipeline zur Stadt. Zur Fabrik. 2 Flughäfen, 3 Raketensilos. So, die nehme ich doch alle mal mit. Ah, oh, wann haben sie die Fabrik erreicht? Stecken wir in Schwierigkeiten? Mein liebes Mädchen, du hast wirklich Nerven. Wie willst du das Maverick erklären? Helmut, die Fabrik steht viel zu nah an den Raketensilos. Was passiert, wenn sie von einer Rakete getroffen wird? Daran habe ich nicht gedacht. Diese Raketen werden meine Cut-Panzerung nicht mal kitzeln. Und diese Pippeline ist vollkommen umhüllt von meinem Wundermaterial. Jetzt kann meine Fabrik endlich diesen Schwächlingen ordentlich einheizen. Mach dir keine Sorgen, Ada. Cut hat einen Plan. Ich kann jede beliebige Einheit aufstellen, seht ihr? Hihihi. Mal sehen, wie sich die beiden schlagen. Beiden? Kit, sind wir fertig? Kit! Klar doch, Boss, wenn du fertig bist. Der befehlsamende Offizier von OwnStar meldet sich. OwnStar? Schick sie rein. Es ist lange her, Olaf. Nee. Was machst du denn hier? Ich hatte um keine Verstärkung gebeten. Du nicht, aber ich. Get, du bist unmöglich! Hast du jemals von dem Prinzip der Befehlskette gehört? Kommandant Olaf, K.O. Kit tat nur, was er für das Beste hier für Blue Moon. Das weiß ich, Junge. Ruhe jetzt! Dieses Gebiet ist von höchster Wichtigkeit. OwnStar bietet seine Hilfe an. Da dies unser Territorium ist, halte ich eure Anwesenheit für unnötig. Aber da wir tatsächlich in der Unterzahl sind, nehme ich das Angebot an. Kommandant Olaf, die Truppen sind bereit, wenn sie es sind. Sehr gut, verlieren wir keine Zeit. Alle Truppen, Vormarsch! Brillante Planung, Kommandant Kit. Sie haben die Gefahr gleich erkannt und sofort Alliierte kontaktiert. Ach, das Wichtigste ist doch nicht abgeschossen zu werden. Was, das war der einzige Grund? Kommandant Kit, warten Sie! Das heißt nicht Pipeline! Mein Gott! So, nehmen wir... Ich kenne die Karte leider nicht. Sonst würde ich ja zu Kit tendieren, aber ich glaube, ich sitze wieder auf... Masse statt Klasse. Oder ich nehme Allround Talent Olaf. Weil das nervt mich. Er ist im Nahkampf sehr schwach. Er ist generell schwächer, kann aber mehr bauen. Das gibt mir einen Temposchub. Aber ich glaube, ich verlasse mich wieder auf Olaf. Colin. Colin und Andy? Zwei Durchschnittstypen? Ne, ich glaube, ein bisschen Schusskraft kann ich schaden. Und weiter geht's. Colin und Max, los geht's! Ich kenne die Karte nicht, wie gesagt, ich hab's nicht angeguckt. Fabrik-Fiasko. Geile Musik, ey. So, was haben wir denn hier Hübsches? Vater, Mutter, Volk von Blue Moon, ich verspreche, ich werde siegen! Diese kleine Göre ist doch kein Gegner, soll das denn vielleicht ein Witz sein? Ich bin jedenfalls zu allem bereit. So, was haben wir denn hier Hübsches? Blue Moon fängt komplett ohne Einheiten an und... Das ist alles?! Das ist komplett OwnStar? Das ist alles, was OwnStar zur Rettung eines ganzen Landes aufbringen kann. Dankeschön, OwnStar. Ihr könnt euch auch mal ins Knie ficken. OMG. So. Haben wir irgendwo einen strategischen Vorteil, wenn wir irgendwas einnehmen? Sie hat keinen Flughafen, deswegen wäre es sinnvoll, wenn wir uns die als erstes schnappen. Die sind noch nicht dran. Wann lerne ich das endlich? Wahrscheinlich niemals. So, alles gebaut und fertig. Na, dann geh mal, Max, und zeig mal, was du nicht kannst. Danke für die ganzen Einheiten. Wow, ich glaube, damit hat sie echt keine Chance zu gewinnen. Ich verstehe zwar nicht, warum das eine Rache für den ersten Teil sein soll, aber gut. Colin gab es im ersten Teil nicht. Olaf ist ein Idiot. Und ich hasse Olaf. Und Blue Moon ist gerade nicht dran, also beenden wir den Zug. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass ich jetzt einen riesen Vorteil gehabt hätte, wenn ich Kit genommen hätte. Ich glaube, ich nehme... Was mache ich denn jetzt als erstes? Ich habe 3 Fabriken. Nehmen wir erstmal ein bisschen Kohle ein. Du nimmst die Stadt da oben ein. Dann baue ich hier eine Infanterie. Hier ein TTP.
Tatsächlich, wir können jetzt Titanpanzer bauen in der letzten Mission. Also sind fast so teuer wie die Kampfpanzer bei normalen Leuten. Also Leuten, die nicht wie Colin mit Geld scheißen können. Was hat sie jetzt eigentlich gebaut bekommen? Sie hat ein Männchen ausgespuckt und zwei gebaut, also das Übliche. So, der Flughafen gehört mir, so gut wie. Schon, dann stimmt. Ja, keine Ahnung, ich stehe jetzt einfach mal nach oben. Ich meine, wenn sie jetzt irgendwas baut, was mir gefährlich werden könnte, kann ich die Top mir mal wieder runterziehen. Das Flak dürfte ganz nett sein, um die Männchen oben ein bisschen zu ärgern. Aber die Einnahme der Stadt kann ich wiederum nicht verhindern. Schade. Dass ich da auf dem Flughafen. Oh, drei. Der hat drei Speer aus der Fabrik bekommen. Drei, Leute. Nicht ein, nicht zwei. Drei. Ach, das kann doch alles nicht wahr sein. So, du hast den Flughafen. Du darfst sie nicht bekommen. Ich glaube, es wäre fast clever, wenn ich dann noch einen Jagdpanzer mitschicke. Ich kann nicht weiter hoch, sonst wird er direkt von den beiden Speeren zerschossen. Und nächste Runde. Achso, Max ist noch dran. Gut, dann stellen wir den da hin. Die können jetzt auch wirklich nicht gefährlich werden, aber ich muss es ja nicht riskieren. Links sicher, links sicher. Einmal kurz blockieren, damit er den Flughafen einnehmen kann. Hauptsache er selbst nimmt ihn nicht ein. Und damit wir auch mal was bauen können, nehme ich einfach die beiden Städte hier mit Rot ein und fertig. Tausend hat sie, ey. Jagdpanzer, immerhin ist hier ganz viel Wald. Außerhalb der Reichweite, angreifbar, angreifbar. So. Sie ist Gott sei Dank noch nicht auf dem Weg Richtung Flughafen. Kann ich beides bauen? Ich setze jetzt einfach mal die Stadt und hoffe, dass sie mich nicht zerschießt. So, was brauche ich denn jetzt noch? Ich glaube, ich brauche noch einen Jagdpanzer. Ich spare. Ich spare, ich spare, ich spare. Einfach noch eine Runde. Achso, Max. Very nice. Oh, das macht Schaden. Oh fuck, da darf er sich nicht draufstellen. Das ist so jetzt echt behindert, aber ich darf auf gar keinen Fall die Rakete zünden. Ja, du willst doch lieber das mit dem Männchen hier angreifen, oder? Das ist ein ganz böses Männchen, das muss bestraft werden. So hat sich nicht getraut, die Artillerie anzugreifen. Ist nicht dran. Ist immer noch nicht dran. Danke, Gehirn. Das ist nur Begleitschutz. Und wie viel stärker ist er eigentlich? Ah, kann auf jeden Fall einen weiter fahren. Das finde ich nicht schlecht. Wie viel Geld nehme ich jetzt ein? Ich nehme jetzt ein. 10.000 pro Runde. Das wäre 25, das heißt, ich kann 8 ausgeben. Brauchen doch noch einen Jagdpanzer und eine Infanterie.
Verweg? Ja. So, das ist soweit okay. Auch zerstört. Der ist bestimmt nicht sicher. Nee. Das ist okay. Galaktik. Gut, die Japaner müssen jetzt erstmal durch den Wald durch. Ach so, oh, vergiss aber, dass ich nicht drin bin. Nee, 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 nee. Das nehmen wir sicher, oder? Dann lenken wir doch damit mal die Leute ab. Hm, ich suche einen Transporter. Die könnte ich einmal quer durchfliegen lassen. Was nimmt denn Rot ein pro Runde? 3, also ich könnte erst übernächste Runde einen Kampffeli bauen. Das ist natürlich relativ schwach. Ein Kampfpanzer hat sie da rausgekriegt. Nicht gut. Jetzt kommt er nicht ran. Ich habe den Begleitschutz. Blaues Anzug. Das ärgert mich, sie wird mich da jetzt einfach. Irgendwas wird sie gleich überrollen mit dem Kampfpanzer. Was kommt der eigentlich? Der käme drauf. So, ich habe einen Titanpanzer gebaut. Den haben wir noch nicht bewegt. Macht nur Schaden. So. Ich wollte ihn eigentlich transportieren mit. Aber ich könnte die Rakete abfallen damit. Oh ja, stimmt, ich habe vergessen, wie toll Maxi mit Fernkämpfern ist. Die Rakete. Das ergibt zwar nicht so viel Sinn. Ah, ich kann sie jetzt nächste Runde einsetzen. Aber immerhin ist sie aus dem Weg. Dann laufe ich nicht mehr Gefahr, dass er sie verwendet. Das ist wieder gefährlich. Also muss ich den 100% nicht. Gut, klappt. Aber wäre der da drauf gekommen, auch mit einem einzigen Männchen, hätte es trotzdem abgefeuert. Klar. Das ergibt keinen Sinn. Kommt von da oben noch eine Flak. Dann warte da einfach mal. Okay, ich glaube, es wird eine schmerzhafte Runde für mich. Yep. Yep. Na, es geht. Das geht auch. Ein Messer ist nicht weiter tragisch. Mit dem Geld vom Bonzen kann ich sowieso sehr gut kämpfen. Nächste Runde noch einen Titanpanzer bauen. Bringt das was? Och, eigentlich würde es jetzt tatsächlich sehr viel bringen. Weg damit.
nett. Nächste Runde kriegt sie wieder ein Geschenk, ey, aus der scheiß Fabrik. Ich frage mich, was ich diesmal um die Ohren geklatscht bekomme. So, im Vergleich, das ist normal. Hier ein bisschen Lockvogel spielen. Was soll's, der Panzer stört ja hier nicht. So, alles bewegt. Was verdiene ich jetzt pro Runde? 11.422. 4.000 kann ich ausgeben. TTP? Nö. Ich glaube, dann baue ich lieber nächste Runde einen Hubschrauber. Einen Hubschraub. So. Bisschen da schwächen. Bisschen hier schwächen. Wie hat er das denn überlebt? Na egal. Ja. Cool. Nächste Runde gibt es einen Kampfhubschrauber. So, bitte keine Kampfpanzer und bitte keine Titanpanzer. Wenn da jetzt ein Titanpanzer rausgerollt kommt. Nö, ein Soldat. Oh, die Rakete steht noch. Nein. Da darfst du nicht rankommen. Boah. Ich hab die Rakete gar nicht benutzt, ich Idiot. So, guck mal. Mein Titanpanzer ist da. Der will spielen. Zeit zu spielen! Kaputt. Wenn ich da Einheiten vorstelle, dann müsste es doch eigentlich nicht mehr verwenden können. Kann ich nicht! Der ist nicht dran, deswegen. Ja, mal wieder was peinlich. So. Darf ich jetzt die Bombe drauf knallen lassen? Läuft gar nicht so verkehrt. Glaube ich. Du schießt mal lieber auf die Artillerie als auf irgendwas anderes. Situation checken, 13.000, dann hätte ich 35. Ah, verdammt, wir wissen, was es kostet. 35, 12 habe ich frei. Machen wir mal ein Kampfpanzerchen. Und da setze ich gleich den roten Soldaten drauf. Alles fertig. So. Zünden. So, das ist nämlich auch weg. Würde ich mal einen Panzer mitschauen, das gefiel mir nicht. Achso, bei der Flak bringt es ja nichts, das ist ja sowieso nur ein. Dann schießen wir doch mal auf die Pipeline. Das funktioniert? Nö. Aber die beiden sind geschwächt. Den kann ich doch vorstellen. Wie geil ist das denn, ey? Ich glaube nicht, dass ich es einfach gewinnen werde.
Gut, hat sie erstmal eine Gabe und sie hat einen Raketenwerfer aus dem Ding bekommen. Yippie, yay, yay. Wäre immer noch besser als zwei Raketenwerfer oder was auch immer daraus hätte rauskommen können. Gut, ist egal. Das ist auch nicht weiter tragisch. Das könnte nervig sein. Wenn ich nicht einen Kampf, einen Bomber bauen wollen würde. Einen Bomber bitte, danke. So, der Raketenwerfer muss auf jeden Fall weg. Aber ich erreiche ihn nur mit Rot. Muss reichen. Kann ich mich da vorstellen? Nee. Wird auch reichen. Gut, dann, wenn wir nichts machen können unten, dann konzentrieren wir uns eben auf oben. Oh, ich bin ja so ein Ass. Schaderans. Komme ich da zufällig ran? Nein, ganz zufällig nicht. Nicht war das schlimm. Ich kann trotzdem auf den hier schießen. Der ist nicht dran. Ich hoffe, jemand macht sich die Mühe und schneidet aus Advance Wars 1 und 2 jedes Mal den Satz, der ist nicht dran zusammen. Oh Gott. Ich bin zu faul dafür. Teile-Tempest-Fracker, warum ich es nicht selbst mache. Zu faul. Gabe bitte. Weil die Artillerie muss weg. Der Raketenwerfer. Ich bin ja verkackten Abwehr, ey. Ah, bisschen. Oh, egal. Das sind die letzten vier Einheiten, die ich mit Max habe. Aber tatsächlich, ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Also nächste Runde würde hier wieder was rauskommen, deswegen stellen wir den Panzer davor. Einen Augenblick. So rum ist vielleicht sinnvoller. Ein Abstand. Och, den habe ich ja ganz vergessen. Mein kleines Bomberchen. Jetzt müssen wir nur noch nach oben rennen. Ich denke, dass diese Mission wirklich kinderleicht schief gehen kann. So, warum ist er. Ach, jetzt hat er noch einen Flak gebaut. Egal, erstmal weg mit der Messer, die nervt mich. Und dann war es das schon wieder. Oh, kriegst du nichts aus der Fabrik. Oh, muss ich jetzt spielen wie jeder andere auch. Natürlich, das ist Neid. Was glaubt ihr denn? Lass mal bitte aufhören, mal. Ah, der ist nicht dran. Das ist. Amado! Als Maul! Kannst du vielleicht auf den Bildschirm gucken und dir sagen, wer dran ist? Oh mein Gott! Oh, Fehler? Nee, kein Fehler. Du bist nicht dran. Eieieiei. La 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 la. Oh, ich hab nicht genug Geld für einen Bomber. Nö, dann baue ich auch nichts. Nö, nö. Ohne Bomber baue ich nicht. Kommt er da ran? Ja, spielerisch kommt er da ran. Gut,
die beiden bleiben da, damit sie auch nichts aus der Pipeline geschenkt bekommt. Ah, hör auf mich anzugreifen. Ich glaube, jetzt kann ich diese Runde sogar gewinnen. Was macht die Gabe von ihm nochmal? Was? Mehr Einheiten? Einnahmen durch Fonds für das Aufstellen von Truppen erhöht sich um 1,5. Einnahmen. Ich denke mal, sie werden einfach noch günstiger. So, nächste Runde habe ich gewonnen. Noch ein Bomberchen. Auch ein Titanpanzerchen. Ja, Bomb. Nicht mal den schafft er mit einem Schlag. Ist das schlimm. So, alle bewegt. Nächster. So, für den Flak brauche ich, glaube ich, jetzt keine Angst mehr zu haben. So, die bewege ich nicht. Macht sie jetzt überhaupt noch was? Ne, also aufgeben tut sie nicht. Wäre so geil, wenn die Gegner aufgeben könnten. Also wirklich aufgeben im eigentlichen Sinne. So, ja, ich habe verloren. Wegrennen. Na, oh, ich habe das falsche Ziel angegriffen. Zu schnell geklickt. Ich dachte, er würde die Pipeline als erstes anvisieren, aber hat er nicht. Aber es ist egal, dadurch verliere ich nicht. Ich komme auch nicht in Bedrängnis und gar nichts. Es ist halt nur ärgerlich, weil ich eine Runde verliere. Dicht sich mal ab. Du darfst besetzen. Jetzt erschießt in aller Ruhe dieses Ding hier, was auch immer das darstellen soll. Ich weiß, was das ist, aber ich will ja ein bisschen lustig klingen. Funktioniert. Achso. Ich wurde ausgebuht. Aber ich habe eine Reaktion bekommen. Und gewonnen. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder verloren? Rückzug. Fräulein Kat wartet auf uns. Ja, Sieg für unsere Truppen. Sieg für Blue Moon. Kommandant Olaf. Wow, er weint. Ein erwachsener Mann. Mehr als jeder andere, den ich kenne, lebt der Boss für sein Land. Das sind die Tränen der Freude. Ehrlich, Kommandant Olaf ist wahrlich ein großer Anführer. Sie sind natürlich auch Kommandant Kit. Lass mich da raus, Colin. Lobes Zinnen bin ich ehrlich nicht gewohnt. Colin hat recht. Tatsächlich seid ihr zwei großartige Kommandanten. Ihr seid aus dem Stoff, aus dem heldenhafte K.O. gemacht sind. Ihr seid Kinder von Blue Moon. Ihr seid meine Kinder. Deine Kinder? Willst du kleinen Colin zu Tode erschrecken? Wieder vereint, was großer? Hör zu, Max. Ich möchte mich bei euch allen für die prompte und selbstlose Hilfe bedanken. Dieser Krieg ist noch nicht zu Ende. Eines Tages rangieren wir uns noch. Bis die Tage, Leute. Kommandant Kit, warten Sie doch! Ein feiner Zug von dir, dich für die Hilfe zu bedanken. Die Fähigkeit, Dankbarkeit zu zeigen, ist so schön wie der Schnee weiß. Kit, Colin! Scheint, der Frieden ist wieder eingekehrt in Blue Moon. Ja, Co. verstehen sich gut, nicht? Sie wirken wie eine glückliche Familie. Findest du, sie kam mir ein bisschen unorganisiert vor? Blue Moon ist wieder befreit. Lass uns nach Hause gehen. Sieg! Und... Rang S! Nicht schlecht. Diesen Sieg verdanke ich euch allen. So, Colin war auf jeden Fall die richtige Wahl. Er hätte den Titanpanzer eine Runde später gebaut. Und auch nicht so viel Bomber, denn dann hätte das Ganze echt eng werden können. Und Max hat das eben wieder ausgeglichen mit seinem Angriff. Coole Kombi. Aber mehr als 5 Einheiten hätte ich schon gerne gehabt. So, bis dann!